Jetzt haben wir es gerade den Hügel hier rauf geschafft. Jetzt ist unser Hydraulikschlauch geplatzt von der Kupplung. So, wir sind gerade auf der Offroad-Piste Richtung Agua Verde, wo der angeblich schönste Strand der Baja sein soll. Und die letzten 50 Meter sollen wohl die schlimmsten sein, wo es schon einige andere nicht wieder aus eigener Kraft hochgeschafft hatten. Naja, wir sind jedenfalls gespannt, was uns da erwarten wird und freuen uns auf eine entspannte Zeit am Strand. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. So, 99% der Strecke haben wir jetzt hinter uns gebracht. Jetzt fehlen nur noch die letzten 50 Meter, die auch die extremsten sein sollen. Und hier haben sie dann ein Schild aufgestellt. Naja, wenden wäre hier jetzt eh nicht möglich. Also fahren wir mal runter. Naja, also im Endeffekt war auch dieses letzte Stück kein Problem. Allerdings hatte sich herausgestellt, dass der einzige Bewohner dieses Strandes ein 85-jähriger alter Mann namens José, ich glaube, so war sein Name, dieses Schild nur aufgestellt hatte, weil es des Öfteren auch mal nicht allradbetriebene Fahrzeuge dort runtergewagt hatten und diese hatten es dann nicht aus eigener Kraft wieder den Berg, den kleinen Hügel, hinaufgeschafft. Und um dem vorzubeugen, dann Hilfe rufen zu müssen, hat der alte José das Schild aufgestellt. Nach der erfolgreichen Jagd heute gibt es
Surf and Turf. Wir hatten nämlich noch Steaks übrig, Rumpsteaks. Und das hier sind ein paar ganz leckere Schnecken. Die haben wir letztens schon mal gemacht. Beim letzten Mal haben wir die allerdings gekocht, und zwar in Salzwasser mit ein bisschen Knoblauch, also einfach Knoblauch mit ins Wasser reingetan. Und das hat richtig lecker geschmeckt, haben wir gar nicht erwartet. Wir hatten nur mal auf Wikipedia geguckt, ob man die überhaupt essen kann, und die sind tatsächlich in Italien sogar eine Delikatesse. Deswegen haben wir das gleich mal ausprobiert und die schmecken wirklich fabelhaft. Und wir haben jetzt gesehen, dass die Einheimischen die hier einfach über dem Feuer grillen, und das versuchen wir jetzt auch mal und gucken mal, wie das so schmeckt oder ob man die doch lieber beim nächsten Mal dann wieder kocht. Feuer brennt schon, Grillrost in 2 Etagen. Das gesamte Essen an dem Abend hat auf jeden Fall fabelhaft geschmeckt. Jedoch können wir euch leider jetzt nicht mehr zeigen, da gewisse Personen, mit denen wir den Abend zusammen verbracht hatten, nicht auf YouTube zu sehen sein möchten. Deshalb spulen wir jetzt ein paar Tage vor. Die Schnecken zumindest, die wir uns als Nachtisch zubereitet hatten, würden wir uns demnächst allerdings lieber wieder im kochenden Salzwasser zubereiten, da sie zum einen so besser schmecken und zum anderen im kochenden Wasser einen schnelleren Tod finden, als wie wenn sie langsam über dem Feuer schmoren. So, das war jetzt doch mal ein geiler Strand, wo wir eigentlich echt locker noch eine Woche oder mindestens ein paar Tage länger stehen könnten. Aber leider gibt es hier kein Internet und ich muss ja ein Video für euch hochladen. Ist aber nicht so schlimm. Wir müssen ja auch so langsam mal ein bisschen weiterkommen. Wir haben ja auch immerhin für Mexiko nicht endlos Zeit. Boah, ich bin schon wieder am Jechzen wie so ein geschlachtetes Schwein. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder die krasse Steigung hier hoch, und deswegen wollte ich mal die Kamera hier ein bisschen positionieren, um das Ganze auch noch zu filmen. Das Kajak, was wir hier benutzt haben, das haben wir jetzt einfach nur aufs Dach gespannt, weil übermorgen sind wir in La Paz und da soll es um die Jahreszeit auf jeden Fall möglich sein, Walhaie zu sehen. Im Winter sind die Walhaie nämlich im Süden und im Sommer sind die Walhaie im Norden. Und da wir jetzt noch Winter haben, müssten sie noch im Süden sein, in der Bucht von La Paz. Da gibt es einen schönen Strand, wo man sich kostenlos hinstellen kann, wo man eventuell die Möglichkeit hat, mit dem Kajak rauszupaddeln und mit ein bisschen Glück Walhaie sieht. Ja. Nach unserem Aufenthalt in Agua Verde haben wir dem alten José, ich nenne ihn jetzt einfach mal weiter so, auch wenn ich mir nicht mehr 100% sicher bin, ob er auch wirklich so hieß, noch eine kleine Spende, ein frisch gebackenes Brot aus dem Omnia-Ofen und unsere restlichen frischen Lebensmittel überlassen, weil der Weg bis zum nächsten Supermarkt wirklich ein holpriger und weiter Weg ist. Und einfach weil er den Strand so schön sauber hält und eigentlich gar nichts dafür verlangt, Wenn Leute zu Besuch kommen, hielten wir es einfach für angebracht, ihm eine Kleinigkeit dazulassen, und da hat er sich auch riesig drüber gefreut. Ach, das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Die sind vor ein paar Tagen gefahren
und einen Tag später sind Katja und Dave vorbeigekommen. Die haben uns dann nämlich wieder eingeholt hier auf der Bar. Und jetzt gerade haben wir mal getauscht. Der Dave fährt mal im Dino mit und die Steffi fährt im Taro mit, um mal ein bisschen zu vergleichen, wie sich die Fahrzeuge so Offroad bzw. auf den Straßen hier verhalten. Die Mädels hupen schon, wir sollen fahren. Jetzt haben wir es gerade in den Hügel hier rauf geschafft. Jetzt ist uns der Hydraulikschlauch geplatzt von der Kupplung. Als hätten wir nicht schon genug Scheiße mit der Kupplung gehabt. Echt, ey. Da ist der letzte Schlauch, das letzte Bauteil von dieser Kackkupplung, was ich noch nicht erneuert habe, weil man da so scheiße dran kommt. Und jetzt wollen wir gerade weiterfahren. Ich dachte, warum ist da kein Druck mehr auf der Kupplung? Und dann habe ich ein bisschen gewartet, dann hat sich der Druck wieder aufgebaut. Steffi hat es reingesetzt, ich habe geguckt und dann hat man direkt gesehen, wie der Schlauch schön den hier gemacht hat. Da ist das Gewebe innen gerissen und der hat sich schön aufgebläht. Jetzt hingen wir hier eine Stunde und ich habe einen Gartenschlauch längs aufgeschnitten, drumgelegt, mit Schlauchschellen und Kabelbindern festgemacht, um das eventuell zu fixieren. Und jetzt ist er geplatzt, genau in der Mitte. Sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus, was ich da gemacht habe. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst eine Stunde gebraucht, aber trotzdem ist er jetzt geplatzt. Ja, jetzt fahren wir erstmal zur Werkstatt.